Es ist wieder Donnerstag und wir sind beim Abschlusstraining, kann man sagen, vor der Fahrt nach Düsseldorf. Der offizielle Teil ist beendet, aber noch sind die Jungs auf dem Eis, haben noch ein bisschen Spaß, arbeiten an ihren Skills und wir machen uns jetzt wieder auf Stimmenfang. Hussi, Abfahrt nach Düsseldorf steht unmittelbar bevor. Es gibt ein paar Verletzte jetzt auch im Line-Up. Was habt ihr euch vorgenommen? Wie wollt ihr das als Team kompensieren? Ich glaube, das hat euch ja bisher ausgezeichnet, dass ihr eben als Einheit extrem stark seid. Ja, eben wie du sagst, hat uns ausgezeichnet, dass alle vier Reihen scoren können und es drauf haben, Minuten zu sammeln. Und ich denke, deswegen haben wir genug Leute, die das machen können. Und unser Ziel ist natürlich 6 Punkte am Wochenende. Das ist eh klar. Mal, wir schauen von Spiel zu Spiel. Jetzt fahren wir erstmal nach Düsseldorf. Wird wahrscheinlich kein leichtes Spiel, aber ja, ich sage, wir sind gut drauf. Haben jetzt auch auswärts Wege gefunden, Spiele zu gewinnen und müssen wir einfach genauso machen und dann denke ich, können wir auch erfolgreich sein. Düsseldorf, du hast angesprochen, historischer Derby-Sieg, 7:1, die Haie weggefegt. Das wird sicherlich für Selbstvertrauen gesorgt haben. Belastet euch aber, denke ich mal, in erster Linie weniger, oder? Nee, darf uns überhaupt nicht irgendwie belasten. Warum auch? Es ist ein neues Spiel, es geht bei Null los und ich denke, wenn man um Selbstvertrauen spricht, dann glaube ich, können wir auch einiges an Selbstvertrauen haben und das müssen wir dann aufs Eis bringen und dann, glaube ich, können wir das Spiel erfolgreich gestalten da oben. Daniel, fast die halbe Saison jetzt gespielt. Wie fühlst du dich? Ja, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Zu Hause, auswärts geht es noch ein bisschen besser, genau. Auswärts ist ein gutes Stichwort, es geht nach Düsseldorf. Worauf wird es ankommen? Klassische Frage natürlich. Auf was ankommt? Ja, wir müssen wieder einfach Vollgas gehen und unser Spiel spielen und dann holen wir die Punkte in Düsseldorf und gegen Nürnberg zu Hause wieder. Es ist anzunehmen, dass ein paar Spieler verletzt ausfallen. Haben die Coaches schon ein bisschen Details verraten, wie das Line-Up aussehen wird? Gibt es ein paar Veränderungen? Ja, ein paar Veränderungen. Wir sind halt verletzt, ein bisschen kurz im Line-Up, aber ich denke, wir haben genug Jungs, die auch weiterhin Vollgas geben werden und sich zeigen wollen. Thomas, ist davon auszugehen, dass jetzt die nächsten Wochen ein paar Spieler ausfallen werden. Aber euch hat ja dieses Jahr sehr ausgezeichnet, dass das Team gut funktioniert. Wie ist es für dich jetzt als Kapitän? Ist es da Zeit, mit dem einen oder anderen noch mal ein bisschen intensiver zu sprechen, um zu sagen, ja, deine Rolle wird jetzt wachsen oder sind die Jungs so reif, dass du da gar nicht so sehr eingreifen musst als Führungsspieler? Ja, ich glaube, ich muss gar nichts sagen, weil die Jungs haben in der ganzen Saison gut gespielt und die Leute haben ihre Rollen gut genommen und entwickelt. So. Es passiert leider natürlich, Verletzungen was in einer Saison. Und ja, es ist an uns jetzt und zu antworten. Und wir sind verantwortlich für die Spieler, die nicht mit uns auf dem Eis sind. Auch als ich verletzt war, das gleiche Ding. So. Ja, ich glaube, jeder freut sich auf die Gelegenheit, aber wir warten, dass die Jungs, die verletzt sind, zurückkommen und wir können das gar nicht warten. Wir haben im Sommer das erste Mal gesprochen, als du deinen ersten Tag hier in Schwenningen warst und du hast dich schon sehr, sehr ambitioniert angehört. Du wolltest und willst hier was erreichen. Für viele jetzt vielleicht überraschend, dass es so gut läuft. Für dich vielleicht gar nicht so überraschend? Ich sage immer, wenn diese Frage kommt, wir sind immer noch im Dezember. Wir spielen Spiel pro Spiel und nicht so hoch, nicht so tief. Mhm. Und ja, wir freuen uns auf die Saison bis jetzt, aber es gibt viele Spiele zu spielen und wir können nicht, die Saison ist nicht erst am Ende. So, wir gehen Tag am Tag, Spiel am Spiel, Shift an Shift. Danke. Perfekt.